Katinayu tat badain tuna akva. Felna rantak. Rana kalti. Throw down your weapon. Make one wrong move and I'll shoot. Wir haben generell sehen zu können, jeglicher Art. Du siehst so in die Augen von. Das ist so wie in die enttäuschten Augen deiner Eltern zu gucken, wenn du irgendwie betrunken nach Hause kommst oder so. Ich bin nicht sauer, ich bin nur leid. Ja. Das ist schlimm, da wir ja eigentlich Etienne versuchen aufzubauen. Und wir sind auf seiner Seite, ne? Er sieht es gar nicht so. Genau. Er hat Zweifel an seinen Fehlkeiten, dass er unsere Reaktion fehlt. In dem Moment dachte ich, fühlt es auch eher so als Prüfungssituation, ne? Sechs Tequila zu trinken. Schau ihn dir an, er ist zerstört. Auch der Hund, keine Hilfe mehr. Das ist faszinierend, wie schnell so ein Mensch zusammenbrechen kann auf dem Schachbrett tatsächlich. Ja. Sprengerschlicht G4, das war das Problem. Ich wollte es nicht aussprechen, aber haben wir ja vorhin schon diskutiert. Ja. Ne? Und jetzt kann man nicht gut zurückschlagen wegen dieser Fesselung. Wenn der Sprenger jetzt Schlüge. Ja, kann er nicht, die Dame. Ist es Schlüge oder Schlüge? Schlicke. Schlicke? Wusstest du doch, dass er mit Schlicke kann auch sein. Wenn der Sprenger Schlicke, dann würde die Dame geschlügen werden auf D8 von dem Läufer. Mhm. Und Dame ist die wichtigste Figur neben dem König. Das wäre ja. Können wir nochmal zurückspulen? Sieht nicht gut aus.
Etienne würde gerne auch zurückspulen vor. Ja. Oh Gott, das war eben gefragt nach den Regeln. Geht leider nicht. Mega. Diese Fähigkeit. Mega. Nein. Also eigentlich schon, mega. Aber nein. Hä? Ich greife. Wie viel Eis treffen? Also es waren eben 3 Eiskugeln, ja. Für nix im Prinzip. Hast du das Eis gekauft? Stracciatella, Vanille, unmöglich. Was hab ich mir denn dabei gedacht? Was denn? Und jetzt gegen Eddie spielen hier ist eigentlich gemein, das jetzt einzublenden, finde ich. Jetzt hier auf den Zug, der eigentlich schon eingefahren ist, noch aufspringen. Der jetzt, naja gut, all den Zügen, den vielleicht kann auch einer jetzt nochmal richtig querschießen. 15 jetzt Minuten. Jetzt machen wir die Trolls, die hier voten. Damenopfer. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Berufszweig, der nicht intelligenten Menschen benötigt und pünktlich um 21.30 Uhr immer Feierabend hat.